und starten hier schon mit den ersten Sensoren im Einzugskanal. Die messen den Massenstrom, die Höhe des Stroms, der in die Maschine eingeführt wird. Hier der Rotorfeeder, der von unten sehr strohschonend das Gut in die Rotoren führt. Und hier den 1,20 Meter langen Dreschbereich. Hier wird ausschließlich zugeführt. Gedroschen und abgeschieden wird erst ab der Rotore. Hier sieht man schon die nächsten Rotoren, die den Gutstrom erfassen, die Abscheiderate. Und sieht auch schon das Ideal Balance System, die Rücklaufböden. Jetzt sieht man zunächst hier hinten gleich die Verlustsensoren und die Form der Rücklaufböden. Das heißt, dass der hintere Teil wird nach außen gefördert, der vordere Teil in die Mitte. Und das ist der Grund, warum wir sehr hangunempfindlich sind. Das heißt, eine Hangneigung ohne ein Auto-Level-System schon so kompensieren können. Hier der lange Vorbereitungsboden. Und die neu gestalteten Turbinengebläse. Früher hatten wir Tonnengebläse, jetzt haben wir Turbinengebläse, weil wir einfach deutlich mehr Luft und Druck in der Reinigung benötigen, weil wir jetzt ja eine sehr lange Reinigung haben. Die lange Reinigung arbeitet sauberer und besser, muss aber natürlich deutlich mehr Luftstrom benötigen. Hier sehen wir den Kraftverteiler, Spreuverteiler. Das, was aus der Reinigung kommt, kann man entweder mit in den Häcksler werfen, dass der Häcksler es mit nach hinten raus schmeißt oder verteilt, oder auch neben der Maschine raus wirft. Hier sehen wir die Feuchtemessung unten und hier oben die Ertragsmessung dieser Sensor. Und dies ist die Grain Quality Cam, die Fotos von jedem einzelnen Paddel macht und dann die Qualität des Korns bestimmt. Den 17.100 Liter großen Korntank mit der wahnsinnigen Entleerrate von 210 Liter die Sekunde. Wir sind jetzt, ich hoffe, ich konnte Ihnen mal ganz kurz